Was geht ab, Leute? Nerdle at Games hier und willkommen zurück zu Doom. In der letzten Episode von Inferno können wir endlich den letzten Boss. Mit der epischsten Musik überhaupt. Oh mein Gott, geht das ab. Oh shit. Das Böse hat aufgestockt. Wir kriegen hier nochmal mächtige Raketenwerfer. Plasma-Munition. Oh Gott, ich sehe da hinten schon Bälle. Ich versuche mich zu orientieren und ich kann mich erstmal zur Seite orientieren wegen dem Viech da hinten. Oh, ich sehe dich. Komisch, dass du mich anvisieren kannst und die Schüsse treffen da nicht. Wie machen wir das am besten? What the? What the? Oh mein Gott, riesiges Alien mit riesigen Metallfüßen. Oh, da muss man einfach mal den Rush spüren. Moment, ich habe eine bessere Idee. Fuck die Viecher, da ist das Ding. Oh my fucking God. Ich habe nur noch 31 Health. Moment, Moment. Das machen wir doch nochmal. Denn ich brauche meine BFG. Und zwar ganz dringend. Denn ohne die BFG geht mal gar nichts. So, wo ist das Biest? What up? Das ist mächtig Schaden gegen das Viech. Es ist down. Es ist down. Nur noch Matsche. Das war Episode 3 von Doom Inferno. The loathsome spider demon that masterminded the invasion of the moon bases and caused so much death has its ass kicked for all time. A hidden doorway opens and you enter. You've proven too tough for hell to contain. And now the hell at last plays fair. For you emerge from the door to see the green fields of earth. Home at last. You wonder, what's been happening on earth while you were battling evil unleashed? It's good that no hell spawn could have come through that door with you. Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Ich wette, da ist garantiert was durchgekommen. Der Text kann ein bisschen schneller sein, meiner Meinung nach. Aber holy shit, ich gewusst, dass der Boss so einfach ist, hätte ich das natürlich im letzten Part reingepackt. What the fuck? Ja, die zeigen uns natürlich die fröhliche Erde. Nichts ist passiert. Vielleicht ist da doch was passiert. Oh oh. Ach du Scheiße! Holy fuck, die nächste Kon. Oh mein Gott, ich kann gar nicht sprechen. Die letzte Episode. Die Flash consumed. The end? Nee, 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 nee. Da gibt's noch was. Da gibt's auf jeden Fall noch was. Wow. Erst alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Das Häschen mümmelt da das Gras und bam, Kopf abgerissen. Gebäude brennen, die Stadt steht in Flammen. Und wir müssen das Böse vernichten. Und ich denke, wir legen mal los. Mensch, ey. Ein paar Mal mit der BFG treffen, da geht jeder Boss anscheinend heftig down. Spider-Demon, riesiges Gehirn auf leckerem Metallstein, Stangdingern. Wie auch immer. New Game. Thy Flesh Consumed. Die letzte Episode für Doom 1. Gehen wir es an. Hurt me plenty, please. Du. So, ich hoffe, wir finden in den ganzen Level auch richtig, richtig schön die BFG und was nicht alles. Weil, holy shit, gut, dass ich mir die Munition aufbewahrt habe. Ich glaube, 4 Schüsse oder was und das Ding war down. Nicht der epischste, längste Kampf, aber mal ganz im Ernst. Hauptsache, das Vieh ist down. What the? 58 Health, gleich gebe ich dir. Imps Viecher. Oh shit. Wie wär's, wenn die Tür da mal aufgehen würde? Nö. Ist ja klar, warum sollte sie auch? Hey! So, besser als keine Armor. Holy shit, das war ein Schalter? Okay. Ja, die Türen sind aufgegangen. Nice. Oh, diese getannten Viecher sich auch im letzten Augenblick. Ich glaube, ich habe da beide erwischt, falls da zwei waren. Ich
Ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid. Ja, lass dich treffen. Was ist der Skulky? Oh mein Gott, hier bricht die Hölle los. Aber ich meine, wir sind auf der Erde wieder. Trotzdem sind wir in irgendeinem komischen Turm. Vielleicht geht die Episode auch nicht so lange, ich weiß es nicht. Oder in irgendeinem Gebäude, das sieht mir doch alles sehr nach Mittelalter aus. Leute, ist mal gut da. Kommen die alle her? Wow, ist die Tür da hinten aufgegangen? Oh, pöck, 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 pöck. Pistole macht mal null Schaden. Stell euch mal vor, ich hätte den Boss mit der Pistole machen müssen. Scheiße. Aber selbst wenn wir noch was gefunden hätten bei dem letzten Boss, wäre nicht so wichtig gewesen, weil... wollen wir da großartig noch. Boss besiegt. Weiter geht's. Bisschen mit der Chain Gun schießen. Shit, jetzt habe ich ein Problem. Oh, das ist abgesunken. Geht's nochmal hoch? Yo! Das ist eine fiese Überraschung. Oh Mann, im ersten Level der neuen Episode. Direkt mein nicht so Lieblingsdämonenviech. Meine ersten Episode, ich habe noch... Oh mein Gott, ich habe erstmal die Shotgun. Aber das finde ich nicht so fein. Der trifft mich aber nicht, aber ich ihn. Los! Kann sich nur um Stunden handeln. Shit, das Vieh ist noch lange nicht down. Total billig. Geht doch. Moment. Ich muss doch hier wieder rauskommen. Jupp. Also wir haben den roten Key aufgehoben. Das ist gut. Damit können wir schon mal viel anstellen. Holy shit, ja, hier muss das Vieh irgendwo gewesen sein. Und wenn man dieses Zeichen sieht, ne? Das verkörpert gerade richtig das Böse, finde ich. Aber so richtig. Boah, ist das heftig. Ich finde sowas absolut geil. Sieht so cool aus. So, hier haben wir wieder was geöffnet. Hallöchen Imp. Hallöchen Imps. Ui. Verfluchte Viecher. Jawohl, der Blue Skull Key versteckt sich hinter der roten Tür. Leute, wo? Nee, 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 nee. Ach du Scheiße. Leute, was geht denn? So geht das hier nicht. Fuck. Ich habe für nichts Munition. Ende des Levels wahrscheinlich, aber shit, da ist noch ein bisschen mehr, aber ich habe kein... Ja, ne, boah. Oh, sorry, mir sind die Hände gebunden. Mir sind absolut die Hände gerade gebunden. Eieieiei. Ne, wenn ich zurückgehe, bin ich tot. Ich habe 39 Health, ich habe zwar noch ein bisschen Armor. Ne, ich muss durch den Teleporter. Letzte Chance, hier noch irgendwas zu finden. Ah, nein! Nein! Ja, mach Platz! Hahaha, geschafft, du Mistvieh. Oh, so cool. Ja, null Secrets. No shit, ey. Ich wollte noch irgendwas machen, aber... woher die Munition nehmen? Die lag garantiert noch irgendwo, aber vor mir lag ein riesiger Haufen Endgegner. Beziehungsweise Gegner. Schön, schon beim ersten Level nichts gefunden. Ist aber gar nicht so schlimm. Hell Beneath. Entering Perfect Hatred. Okay. Ich wollte jetzt eigentlich hier erstmal verrecken und das werde ich auch gleich tun. Ich streng mich aber an. Alter, was geht denn? Sind das Bonuslevel? Weil das sieht mir nicht aus wie reguläres Doom. Ich habe auch keine Karte, die mir hier angezeigt wird. Also ich habe keine Ahnung, was Dieflash-Konsum wirklich ist. Aber ich hoffe, die Story wird hier weitergeführt. Ja, ich werde hier gleich erstmal verrecken. Man hätte im ersten Level schon wieder Waffen finden müssen oder so ein Mist. Habe ich in der letzten Episode auch gesagt bei Inferno. Und das war auch gar nicht der Fall. Aber trotzdem. Ja, geht doch ganz gut. Wenn man so ein bisschen Geduld hat, Ausdauervermögen, dann kommt man sehr weit in Doom. Sehr, sehr weit.
Jetzt müssen wir einen riesigen Jump unternehmen. Ich habe keine Ahnung, ob ich das schaffen werde. Weil ich garantiert nicht springen kann in Doom. Problem ist, wenn ich darüber springe, mir die Arme hole, komme ich dann zurück? Testen wir es. Ich habe 4 Health. Ich bin tot. Ich weiß nicht, ob das unter mir schadet, aber ich wäre auch hier nicht rübergekommen. Absolut nicht. Ja, ist verfluchte Lava, hallo. Oben sah das noch braun aus, wie ein normaler Boden. 100 Health. Keine Shotgun, das ändern wir ganz schnell. Es gibt Viecher, weil die treffen besser als die Imps. What the fuck, Leute? Ich will eigentlich den Imp treffen, aber... Oh, ich lass mich gut treffen, ja, ja. Leute, kommt näher. Ich muss euch Schaden machen. Gerade habe ich alle drei vernichtet mit der Shotgun-Munition. Ich denke, jetzt ist das nicht der Fall. Oh, guckt euch den Spinner an da hinten. Der muss ein Stückchen nach vorne kommen. Komm. Nur ein bisschen... Oh, wow, ey. Herb derp, Gehirnaussetzer. Ey, komm nach vorne. Ich komm nicht zu dir. Der hängt da... Oh, der hängt da oben fest. Ich sehe schon. Lecker mich. Das wird eine halbe Ewigkeit dauern. Ich habe den kaum mit der Shotgun getroffen. Dankeschön. So, was habe ich aktiviert? Nichts. Seht ihr, von hier oben ist das braun. Und da unten ist ein Anzug. Also wenn ich den Sprung nicht schaffe, was ich doch geschafft habe, da unten ist auf jeden Fall ein Anzug. What the hell, knallen die Imps sich schon gegenseitig ab? Oh, Dämon. Die Level sind gefüllt mit Gegnern. Jede Episode wird ein Ticken schwerer, aber... auch nicht irgendwie wirklich. Dass ich jetzt nicht von der Seite getroffen werde. Versuch die schon von hier unten fertig zu machen. Ich liebe dieses Geräusch. Ja, ich brauche einen blauen Key. Wir müssen nach unten. Ja, ich krieg trotzdem den Schaden ab. Nice. Hallöchen. Ja, ich... Wow. Das hätte schräg runtergehen müssen. Oh, der wurde von der Tür zerquetscht. So, so. So, nicht viel Zeit verplempern. Ewig hält der Anzug auch nicht. What the? Hier ist gar keine Tür. Ey, verarschen. Hier ist nix. Hier ist nix. Wow, okay. Jetzt breche ich gleich in Schweiß aus. Ich muss noch zweimal gucken. Okay, ich muss hier raus, bevor der Anzug gleich aufhört. What the fuck? Gehen wir mal hier rein. Boah, hier auch nicht runterzufallen ist eine Kunst, ne? Ja, mein Anzug ist weg. Und ich hab's nicht geschafft. Da ist der Dämon da drin, ey. Ja, keine Chance. Au! Okay, gehen wir das Level an. Wir wissen, wo alles steht. Vernichten wir die. Ich habe keine Ahnung, warum hier so viele Viecher sind, aber das nervt. Kein Bock zu verrecken. Irgendwas trifft einen immer, da kann man ausweichen, wie man will. Wird die Spreu vom Weizen getrennt. Wie werden die Jungs zu Männern gemacht? Das ist das Level dafür. Wenn die Masse an Gegnern mal aufhören würde, das ist so mies. Vor allen Dingen habe ich so billige Waffen und ich muss 8 Jahre warten, bis die mal tot sind. Kann auch daran liegen, dass ich im ersten Level nicht wirklich Waffen gefunden habe.